So, und dann hier einmal rum. Hier raus? Ne, hier war der Shortcut, ne? Hm. Quasi direkt unter dir irgendwie. So ganz nach rechts und dann wieder ganz nach links. Also unten schon ganz nach rechts, oder? Kann ich hier nicht auch weiter? Unten ist der fette Ritter, da will ich eigentlich nicht unbedingt durch. Ah, ja gut. Wo war dann die Bank? Jetzt ganz nach links durch. Weil ich weiß halt nicht, ob in dem Raum, den ich da gesehen habe, wo der Träumer eventuell ist oder auf dem Weg zum Träumer, ob da nicht noch ein... Huch, hat kurz geleckt. Ob da nicht noch irgendwie ein Bosskampf, ein kleiner kommt oder so. Oder zumindest wieder ein gemeiner Raum. Meine Seele behalte ich doch. Mhm. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder auf die Bank setzen und habe ein bisschen Plus gemacht in Sachen Seele. Mhm. Das ist nett. Einfach langsam und sicher. Wo habe ich meinen Teleportpunkt eigentlich? An irgendeiner Station, glaube ich. Muss mal gucken, wenn da gleich wirklich ein Kampf kommt, ob ich den vielleicht dann nochmal dahin setze. Wo wollte ich jetzt links lang? Links? Ah ja, und dann wieder hoch, ne? Ah ja. Und dann hier, glaube ich... Willst du dir oben die Decke nochmal ein bisschen angucken hier? Hier? Ja. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ich auch nicht. Was? Das ist ein Kronleuchter. Mhm. Okay. Habe ich jetzt irgendwas gecheased? Vielleicht. Sollte ich mir hier einen Teleportpunkt hinsetzen? Kann sich ja nicht schaden. Oh, muss ihn auch gedrückt halten. Okay. Also die Motten da oben sehen schon nicht so freundlich Kannst aus. Du Gedanken hier? Die Tür ist zu. Siegel verteidigen. Sind wir also wirklich schon so weit? Zumindest auf dem Weg da oben zum Träumer, wo auch die Warte steht. Mhm. Ha. Huh. Heißt, was haben wir jetzt gebraucht? Den Doppelsprung, ne? Mhm. Hätte mich hier irgendwas sonst angegriffen, wenn ich den Kronleuchter nicht runtergeholt hätte? Das wollte ich nicht. Starke Hülle. Ritter des Wächters. Da! Oh, du kannst auch nach oben. Aua. Ach, scheiße. Es wären drei gewesen, wenn der Kronleuchter nicht runtergekommen wäre. Richtig. Ich sag mal so, wie viel konntest du hier gerade abscannen? Aua. Wie viel habe ich abgescannt? Gen 4 oder so? 5. Und einen hast du kaputt gemacht. Mit dem Kronleuchter. Oh, ich wurde zerquetscht. Okay. Also 5 waren in dem Raum. Und einen habe ich kaputt gemacht schon mal. Das heißt nur noch 4. Nee, nee, 6 waren im Raum und einen hast du kaputt gemacht. Achso. Also habe ich jetzt nur noch 5. Mhm. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die alle nacheinander jetzt auf mich losgehen werden.
waren. Also ich glaube nicht, dass es nur zwei sind, wenn da jetzt insgesamt sechs in dem Raum ursprünglich waren. Also dass die alle nach und nach quasi auf mich losgehen. Und wenn ich natürlich einen schon mal platt gemacht habe durch den Kronleuchter, ist das schon mal ganz nett. Ist das dann so, dass ich jetzt quasi einen Gegner weniger dadurch habe? Mhm. Wo ist deine Seele jetzt erstmal? Wieder hier an deiner Stelle? Kannst du die ein bisschen rüberlocken? Pass nur auf, dass die... Ja. Genau das? Eigentlich ja, dass sie keinen Schuss auf dich macht, aber das war auch natürlich nicht so geil. Okay. Die Sache ist, dadurch, dass jetzt so viele Leute im Chat meinen, ja, hätte ich das mal gewusst, das wäre ja so viel einfacher gewesen. Aber laut dem, was ich jetzt gesehen habe bei dem ersten Kampf, finde ich, ist das schon auch so nicht easy. Also das wirkt für mich halt trotzdem echt hart. Und dadurch, dass jetzt alle im Chat meinen, oh, das ist jetzt ja dadurch viel einfacher geworden, denke ich mir so, ja, dann müsste ich ihn jetzt ja eigentlich richtig gut machen, wenn plötzlich jeder meint, er ist jetzt ja so viel einfacher geworden durch den Kronleuchter. Nein. Aber ich glaube halt, dass der immer noch voll hart ist. Ja. Aber es klingt jetzt so, als hätte ich voll den Easy-Mode. Nein. Ich hätte bei der Bank meine Talisman immer durchgucken sollen, fällt mir gerade ein. Erinnere mich gleich dran. Okay. Vor allen Dingen 5 Stück davon? Ich weiß nicht, was so das Maximum ist, was gleichzeitig gegen dich kämpfen kann, aber jetzt gerade eben war es zumindest nur 2. Die Sache ist, wenn die sich halt so rollen, kann ich denen ja nichts machen. Mm-mm. Ich weiß, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber könnt ihr im Chat aufhören, mir zu erzählen, ja, ich habe den Kampf ja schon viel früher gemacht, ja, ich habe den Kronleuchter nicht gehabt, ja, mein Nagel war viel schwächer, ich habe den übrigens overcharmed gemacht, ich habe das so gemacht und ich hatte ja noch 30 Handicaps. Das wirkt halt auf mich so, als müsste ich den Kampf jetzt richtig gut machen und ich hätte es ja richtig leicht. Und das ist irgendwie blödes, ich finde den auch blödes Mindset, um da ranzugehen für mich jetzt. Na? Deswegen ist das, wird jetzt so heruntergespielt, was ich jetzt hier gerade mache. Und das finde ich halt, auch wenn es nicht so gemeint ist, ein bisschen schwierig. You can do it. Das ist so ein bisschen wie der Dung Defender, ne? So, irgendwo. Mhm. Okay. Nur in weniger cooler Musik. 1, das ist der 2., der 3., der 4., der 5., der 6. Hoffen wir einfach, dass die anderen im Hintergrund nicht noch kommen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht gegen euch gerichtet. Ich weiß, es war nicht so gemeint, aber... Ne? Hätte ich den anderen Kronleuchter nicht auch noch runterholen? So, irgendwie. Machen die eine Maske Schaden? Yes. Aua. Nein, spring doch nicht hoch, du Sack. Oh, hallo! Oh Gott. Wie das sogar in dich reingebremst ist. Ja! Talismane. Ja. Haben die alle einzelne Lebensleisten? Ich glaube ja. Also wäre es cool, immer den gleichen zu treffen. So, wir können auf jeden Fall den Wegkompass und den Geoschwamm auspacken. Wir haben das Zeichen des Stolzes und den Schnellfokus. Was könnte uns noch helfen? Der robuste Panzer potenziell? Seelen? Ich weiß nicht, ob es... Heilen ist auch nicht so einfach bei dem. Schamanenstein, nein. Nett, ja, aber viele Punkte, Sprintmeister nicht. Alte Seele, wenn du Schaden nimmst, natürlich auch schon mal ganz nett. Beziehungsweise ich kann den robusten Panzer erstmal noch mal ganz kurz rausnehmen. Also robuster Panzer, Larvending ist auch ganz nett. Nee. Langnagel natürlich. Hm.
Aspekt wird verdoppelt, brauche ich nicht. Wappen des Verteidigers. Der Baldur-Panzer. Den Ranken. Und Fokussieren von Seele. Okay. Also, was wir gebrauchen könnten. Punkt 1, der robuste Panzer natürlich. Dass ich nicht gleich von zwei Seiten sofort gesandwiched werde, sondern quasi nur einmal Schaden nehme. Ansonsten finde ich natürlich alles irgendwie praktisch, was potenziell irgendwie mich schützt und um mich rumschwebt und vielleicht auch mal Schaden macht. Das ist auch nett, aber ich weiß halt nicht, wie gut ich da wirklich zum Heilen komme. Also ob ich wirklich noch zusätzliche Seele brauche, wenn ich eh schon nicht so viel zum Heilen komme. Was haben wir denn potenziell, was quasi noch um mich herum ist? Der Duft, aber ich glaube, der, weiß ich nicht, der hilft wahrscheinlich bei denen nicht sonderlich viel. Den hätten wir halt noch. Die Dornen. Aber das ist halt nur, wenn ich mich fokussiere. Das ist halt cool, aber das ist halt auch echt teuer. Also ich möchte auf jeden Fall den robusten Panzer wieder reinnehmen. Ich könnte halt, wenn ich das Zeichen rausnehme und den Langnagel reintue, habe ich halt noch einen Punkt. Aber wie kann man das sinnvoll nutzen? Das haben wir halt, was einen Punkt hat. Ja, gut. Die Dornen hätte ich halt noch. Ich weiß ja nicht, nützt mir das was, wenn ich bei denen stinke? Wahrscheinlich sind die einfach zu stark. Dafür ist es eher, wenn da kleine Minions rumfliegen. Mhm. Gut, der Traumnagel. Oder das. Aber das ist ja nur, wenn ich mich fokussiere. Mhm. Das heißt, wenn dann eventuell mehr Seele durch die Larven oder die Dornen. Ich könnte mir die Dornen bei denen tatsächlich ganz nett vorstellen. Du wirst von einem getroffen, kriegen beide Schaden, weil die nebeneinander stehen. Das ist so die Sache. Und dann könnte ich den Langnagel... Also ich würde es mal ausprobieren, ne? Wenn es natürlich nicht gut ist, aber könnte man halt mal machen. Mhm. So nach oben und X. Also ich sehe schon, unser Backtracken hört jetzt bei der Stadt auf. Ach, du hast doch erst die Hälfte des Streams. Was habe ich denn in der Stadt prinzipiell noch? Moment, ich kann ja mal eben durchstreichen. Moment, nein, ich hole erst meine Seele zurück. Aber ich sehe auch eigentlich da... Kannst auch da drin machen, die Dinger spawnen erst, wenn du den Raum erreichst. Das wollte ich gerade sagen. Also das habe ich gemacht und den Schalter habe ich gemacht. Das heißt, wir haben jetzt in der Stadt nur noch die eine Tür da oben, die ich noch öffnen wollte. Mhm. Okay. Haben wir das schon mal. Rengu, dankeschön für 6 Monate Treue. Dann wie immer erstmal ein bisschen üben. Gott sei Dank ist mein Geld halbwegs sicher, weil ich meine Seele ganz gut zurückholen kann. Hey, da komme ich nicht schnell genug weg. Da kommt der zweite. Nice. Nein! Nicht so nice. Ist da jetzt noch einer wach geworden? Mhm. Die halten aber nicht so viel aus. Oh Gott, die sind halt nur nervig. Kannst du bitte... Nice Dodge. Damit.
Was ist ein Bein auf einmal? Nein! Der kam schneller als gedacht. Ich hab den auch kurz bevor er bei dir war auch nicht gesehen. Aber es war schon mal nicht schlecht. Ja. Und ich glaube, dass die Dornen ganz gut geholfen haben, weil die teilweise beide getroffen haben. Mhm. Hatten wir jetzt einen oder zwei Down? Einen. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Hits eine aushält, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig natürlich zu sehen, welchen von beiden man treffen möchte, ne? Willst du es wissen, wie viel die aushalten? Nee, noch nicht. Okay. Ich glaube, ich würde sowieso nicht zählen. Weil manchmal weiß ich, wie gesagt, auch gar nicht, welchen ich eigentlich getroffen habe. Es wird immer besser. Was war jetzt ja auch erst der dritte Versuch, glaube ich? Zweiter oder nicht? Ich glaube, der dritte. Der dritte, ja, stimmt. Na, ich zähle aber auch nicht. Muss auch keiner. Ja, jetzt weiß ich, warum ich erstmal meinen Power abholen sollte, ja. Ich muss nur daran denken, dass mein Nagel nicht ganz so lang ist. Ah, wieso geht der direkt hoch? Nein. Und da in der Ecke stehe ich nicht so gut. Warum gehen die jetzt plötzlich schon hoch? Nein! Der eine ist... Was ist hier los? Scheiße! Ich will mich doch nur heilen! Okay. Was ist dieses Chaos? Ich hab keine Ahnung. Die kamen von allen Seiten. Es ist nur so richtig tense, wenn du schon siehst, dass diese im Hintergrund sich wieder manifestieren. Ist dann schon so. Scheiße. Es wäre netter, wenn die nicht springen würden. Die Sache ist, kann man irgendwie erkennen, ob die springen? Außer, dass die in die Luft gehen? Nein. Entweder setzt er zum Dash oder zum Bouncing Dash an. Also mehrere Gegner gleichzeitig ist schon hart. Also die Mannesfürsten... Ja... Der hat aber auch eine Reichweite. Ist ja auch ein großer Nagel. Das war gerade schon ein bisschen gecheased, oder? Dieser Angriff von oben. Ja. Vor allem hast du ihn jetzt besiegt, noch bevor überhaupt der zweite gespawnt ist. Aber spawnen danach zwei gleichzeitig! Nichts tun! Also außer den Sprung nach oben. Das Achtung hat mir jetzt nicht unbedingt geholfen. Hätte ich Achtung Dash sagen sollen? Hätte es einfach gar nichts sagen sollen. Sorry, es kam einfach raus. Aber tot wäre ich so oder so gewesen. Nein, du hast zwei besiegt. Ja? Und teilweise echt witzig. Ich habe das Gefühl, du hast die gerade so ein bisschen gecheased. Oh. Manchmal weiß ich aber nicht, ob irgendwer jetzt, ob die, jetzt jemand wirklich tot ist oder ob der immer noch da rumläuft oder ob schon neuer ist. Soll ich dir sagen, immer wenn deiner drauf geht? Weiß nicht. Fühlst du dich sonst so, als hättest du nichts zu tun? Weiß nicht. Kannst mir gerne sagen, wenn einer tot ist.
Okay. Kannst dir ein Codewort aussuchen. Ich bin dafür, das Codewort ist Denbert. Wenn jetzt einer tot ist oder wenn ein neuer kommt? Wenn einer tot ist. Okay. Nur schade, dass er dann teilweise doch nach oben kommt. Natürlich bist du dann da stehen geblieben. Du mich auch. Denbert! Ja, ist klar. Quetsch mich ruhig in der Ecke ein. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Also heilen ist da auch eher schwierig. Ich glaube, du kannst wirklich eher nur heilen, wenn einer gerade tot ist. Wann willst du dazwischen wirklich heilen? Finde ich schwierig. Da ein Heilfenster zu finden? Weil du musst halt echt auch Glück haben. So ein bisschen wie bei dem Gefäß. Wenn du in einer Ecke stehst und dich heilst, musst du echt Glück haben, dass die anderen zufälligerweise gerade nicht angedasht kommen. Weil wenn die jetzt ganz rechts sind und ich stehe ganz links, ich kann mich schon heilen. Da kommen die angedasht. Aber da muss ich halt echt Glück haben, dass die nicht gerade angedasht kommen. Das mit dem Springen ist zwar ganz cool, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich da ein bisschen sehr viel Schaden nehme. Bäh. Also da teilweise wegzukommen. Ist klar. Das ist halt echt ein bisschen deprimierend, dass du kaum Möglichkeiten hast, dich zu heilen. Weil sobald du es mal versuchst, so wie ich jetzt gerade eben, hat man ja gesehen, hat man den Penner direkt in einem drinstehen. Das ist schon ein ganz schön harter Kampf um den Träumer. Ich überlege halt, ob ich nicht erst den Rest backtracken möchte und danach wieder zurückkommen möchte. Also machen möchte ich den schon gerne, aber ob ich nicht erstmal den Rest backtracken möchte, dass ich das zumindest schon mal habe und danach dann den noch mal versuche. Aua. Manchmal denke ich mir auch, ich stehe weit genug weg. Schön, dass du nach einem Kampf auch schon wieder unser Codewort vergessen hast. Ich dachte, es stört dich, deswegen habe ich es einfach gelassen. Ich gehe da nicht unterbreche beim Kämpfen. Gott. Die springen mir immer ins Gesicht. Oder rollen mir ins Gesicht. Der ist hart. Der ist
So ein bisschen wie der Dung Defender, nur mit 5 Leuten. Ah, du hast mir... Oh, Moment. Nichts gesagt zu meiner Aussage von gerade. Die hast du auch einfach komplett ignoriert. Du bist sowieso gerade ins Nirvana eingetaucht, währenddessen du hast dein Codewort vergessen, du hast meine Frage nicht beantwortet. Welche Frage? Ob es nicht schlauer wäre, erst zu backtracken und dann den Boss zu machen. Ach so, ich dachte, du wolltest einfach selbst denken, was du für dich gedacht hast. Schon? Ich dachte nicht, dass ich darauf antworten soll. Aber ich hätte gern deine Meinung gehabt. Könntest dir noch eine Maske holen, glaube ich. Es geht mir nicht darum, was ich mir holen kann. Es geht mir darum, erstmal alles von meiner To-Do-Liste heute zu machen und den Boss dann zum Schluss zu machen. Ich will gar nicht wissen, was ich mir noch holen kann. Du Spoiler-Bärt. Du kannst ja noch eine kaufen bei Sly. Und dir fehlt, glaube ich, noch eine Stäbe. Das meinte ich damit. Ah, sag das doch so. So klang das jetzt so, als wenn du irgendwas vorweggenommen hättest. Nee. Was hast du denn noch in deiner Liste? Das ist WW. Wasserwege. Ah. Weil der Boss ist cool, ich würde ihn halt schon gerne machen, aber ich glaube, für mein Gewissen wäre es angenehmer, erstmal den ganzen Rest gemacht zu haben, um mich dann da voll und ganz drauf einzustellen. Kann man schon machen, ja. Du bist so unglaublich demotiviert heute. Hä? Du klingst die ganze Zeit richtig traurig, hungrig, verlassen und demotiviert. Ich weiß auch nicht. So, das können wir nicht machen. So, bei der Stadt jetzt. Da. Runterfallen war das da. Das haben wir gemacht. Eine Tür haben wir aufgemacht. Und hier das mit dem Springen, da sind wir jetzt gerade. Das heißt, wir haben jetzt nur noch da oben die Tür. Die Sache ist, wie komme ich da von hier aus halbwegs schnell hin? Und was mache ich mit einem Teleportpunkt? Will ich den da erstmal liegen lassen, wenn es geht? Das heißt, ich müsste da links raus. Jan, kommuniziere mehr mit mir. Was soll ich sagen? Irgendwas. Ich bin so schüchtern. Runter? Sei nicht hungrig, demotiviert, traurig und verlassen. Ich bin nicht hungrig. Runter. Ich meine, ob ich den Teleportpunkt da vielleicht nochmal wegnehme? Ganz stark davon aus. Weiter nach links. Aber einen Moment. Hier ist nur der Weg zur Bank. Eins höher wäre es gewesen. Hier habe ich jetzt die Bank im Kopf gehabt. Müssen wir zu deiner Liste von traurig, hungrig, demotiviert und verlassen auch noch nutzlos hinzupacken? Die Liste wird aber auch immer länger. Oh. Kein Wunder, dass ich mir einen Fuß hole. Was? Soll Jan sich Fuß holen? Wären deine Tipps besser, wenn du einen Fuß isst? Ich will keine Füße haben. Also, ich will schon Füße haben. Also, nur an mir dran, aber nicht in mir drin. So. Ja, so den Kampf, den fand ich jetzt schon cool, aber der ist schwierig. Weil da so viele Gegner nach und nach kommen. Und selbst die Gegner alleine finde ich jetzt nicht ohne, weil die sind, wie gesagt, so ein bisschen wie der Dung Defender. Und den fand ich jetzt auch nicht einfach. Dementsprechend muss ich da, glaube ich, erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber der Anfang war ja schon mal eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, der Kampf dauert halt nur wieder auch extrem lange. Ach ja, ich sehe ja gar nicht, wo ich bin. Ja. Also hoch und links irgendwie in diesem Raum. Links? Du willst ja dahin. Aber zur Bank. Will ich nicht zur Tür? Oder will ich zur nächstbesten Bank? Ich denke mir erstmal zur nächstbesten Bank, damit du deine Dinge jetzt nochmal austauschen kannst. Hier? Ja. Hoch? Einfach dem Schild immer hinterher. Weiter hoch. Voll vergessen, dass ich die hier wieder abgelegt habe, die Talismane. Ich glaube, links nach oben. Der macht 2 Schaden? Okay. Okay. Äh.
Was? Okay. Aber ich fand die Dornen, wie gesagt, echt... eine gute Idee. Gut. Ich kann die Dornen jetzt erstmal auch drin lassen. Mhm. So, wir wollen zu der Tür. Die ist ziemlich genau so halb schräg über uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob mein Schlüssel da reinpasst. Aber ich würde es gerne mal versuchen. Ah ja, genau hier. Ah ja, der elegante Schlüssel. Den habe ich, glaube ich, gekauft. Bei Sly? Nein. Nicht? Oder? Ich dachte. Oder doch? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was? Hi. Ich hatte mir auch schon lange nicht mehr. Den konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Warum hält er so viel aus? Ich weiß nicht. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich gerade etwas erschrocken. Wo kam der denn plötzlich her?